Hallo Leute und willkommen zurück zu Android. Ja, was wir dieses Mal machen, sind Gesten, wie ihr vielleicht schon aus dem Titel herausgefunden habt. Und ja, dazu habe ich einfach mal ein komplett neues Projekt erstellt. Ich habe es Move It genannt, denn es passt ja irgendwie. Und ja, wir haben hier so in der Mitte so ein großes Textfeld. Da steht aktuell Large Text drin, aber das soll sich ja ändern. So, und was wir jetzt mit dieser Activity hier machen können, also was man eigentlich mit jeder Activity machen kann. Und übrigens geht es mit Views auch relativ ähnlich, das werde ich euch dann nachher noch zeigen. Ja, man hat eine Funktion, die man overriden kann und deswegen drücken wir einfach mal Alt einfügen und Override Methods. So, und jetzt können wir hier suchen nach einer OnTouch, OnTouch Event. Da unten ist sie doch schon. So. Und diese On-Touch-Event können wir überschreiben. Das funktioniert quasi so, wie wir die letzten paar Videos diese Motion-Events gemacht haben. Ja, und jetzt können wir dieses Touch-Event eben auslesen, indem wir einfach das Ganze in einen Integer umcasten, sozusagen. Also int action, nenne ich es jetzt einfach mal. Und dann haben wir eine Klasse von Android zur Verfügung gestellt bekommen, die nennt sich Motion Event Compared. Hier unten sehen wir sie schon. Wird automatisch importiert hier oben. Ziemlich coole Sache. Und haben dort eine Funktion, eine Static-Funktion. Deswegen müssen wir das auch irgendwie nicht hier initialisieren oder sowas, sondern einfach ja, getAction masked. So. Und hier packen wir dann dieses Event rein. Also ihr seht, dieses OnTouch-Event, das bekommt hier immer so ein Event mitgeliefert. Und hier packen wir einfach dieses Event rein. Und das Ganze wird dann in Integer umgewandelt. Und ihr wisst, mit Integern kann man super umgehen, wenn man einfach sagt, okay, wir switchen jetzt darüber. Denn wir haben so viele Touch-Events, wir wollen da, ja, wir wollen einfach mal gucken, was wir hier so machen können, ne? So, genau. Also Switch über Action. Und dann haben wir mehrere Fälle, nämlich zunächst einmal Motion Events sind dann alle Events quasi, also in Motion Event wird dann jeder Integer, den wir hier haben können, quasi umgewandelt in etwas, was wir auch verstehen können. Also ich meine, wir könnten hier auch 1, 2, 3 hinschreiben, aber mit 1, 2, 3 könnte keiner von euch anfangen, dass es zum Beispiel Down oder Move oder sowas ist. Aber in Motion Event, da stehen dann die ganzen Sachen drin. Und da haben wir dann einfach Motion Event Punkt. Ja, und hier haben wir dann eben diese ganzen schönen Events. Also wir haben hier Down, wir haben Move, wir haben Outside, Scroll und so weiter und so fort. Hier haben wir sogar ein paar Achsen. Aber das sind alles relativ komplexe Gesten, zu denen komme ich irgendwann anders. Jetzt für den Moment haben wir einfach mal hier Down und wir sagen, okay, in diesem Motion Event, ja, was wollen wir denn da machen? Wir wollen unser Textfeld hier natürlich ändern. Und dazu müssen wir natürlich erstmal das Textfeld irgendwie als Variable zur Verfügung haben. Deswegen brauchen wir TextView. Wird auch automatisch importiert, wie wir oben gesehen haben. Text nicht ist gleich, sondern wir weisen in unserer onCreate-Methode, wie wir das schon wissen, können wir das zuweisen. So, ich habe dem Ding, glaube ich, noch keine ID gegeben. Das müsste ich mal nachholen. Ah, doch, es hat automatisch natürlich eine ID. T nennt sich TextView. Das heißt, wir sagen Text gleich this.findViewById. Das kennt ihr ja alles schon. Und sagen dann R.id.text. Upsala mit E. TextView. So. Jetzt können wir auf diese TextView von überall zugreifen. Fast überall. Ja, wir müssen es noch casten, natürlich. So, habe ich den Cast vergessen? So eine Sache aber auch. Okay, so, und jetzt können wir hier unten dieses Textfeld ansprechen. Wenn wir hier einfach sagen, okay, Case, wir drücken runter, dann. Ja, was wollen wir dann machen? Dann wollen wir den Text von dieser TextView auf pressed setzen. Sowas in der Art. Und dann können wir hier noch weitere Sachen machen, wie zum Beispiel Motion Event. Punkt, upsala, nicht Bindestrich.
Ja, was haben wir denn hier noch so Schönes? Action Move. Wie wir die anderen Sachen, wie zum Beispiel Scrollen und so weiter machen, das zeige ich euch dann im nächsten Video. Diesmal reicht es einfach mal so ein paar kleine Gesten zu erkennen, denn man braucht ja nicht immer unbedingt alle Gesten. So, jetzt haben wir hier den Text auf Move. Move it, move it. So. Und jetzt, Achtung, die Default Action ist ein bisschen anders. Na, komm schon, setz dich. Sowas aber auch. Okay, so. Und zwar die Default Action ist das hier, was hier unten ist. Denn wir wollen im Default File, ja, im Default File, genau. Im Default Fall wollen wir dieses Touch Event von unserer Superklasse, also von Action Bar Activity, ausführen lassen. Und wenn nämlich diese Action Bar Activity sich darum kümmert, dann wird da einfach alles, was wir hier nicht behandelt haben, also das hier, denn deswegen müssen wir jetzt hier drin noch Return True machen jeweils. Also, ihr wisst vielleicht noch aus dem letzten Video, wenn ein Event nicht behandelt wurde, ja, True. Wenn ein Event nicht behandelt wurde, dann bedeutet das Return False. Und wenn wir jetzt für diese beiden Events hier Return True haben, dann ist um diese Action hat sich jemand gekümmert. So, und falls wir uns nicht drum gekümmert haben, also hier nicht True zurückgeben und hier dann Super.onTouchEvent, also quasi die Superklasse, also Action by Activity oder Activity, sich drum kümmern lassen, was da jetzt passiert, dann denken die, okay, die haben, also wenn wir hier nicht True zurückgeben, dann denken die, die haben sich um Move und Down noch nicht gekümmert. Und das heißt, die Superklasse möchte dann sich darum kümmern und ruft dann eventuell eine eigene Move- oder Down-Methode auf. Und ja, je nachdem, was es ist, das könnte natürlich verheerend sein. Gut. Ja, und jetzt können wir das Ganze schon mal starten. Und schauen uns das Ganze mal an. So, ich habe euch mal pausiert, damit es ein bisschen schneller geht. Und wenn wir jetzt irgendwo drauf drücken, dann steht hier plötzlich Pressed. So, also wenn wir jetzt bewegen, dann steht da Move it, Move it. Wenn wir wieder drücken, steht da Pressed, Move it, Move it, Pressed. Und ihr seht, wenn wir einfach nur, ich mache mal auf Move it, Move it. So, und wenn wir jetzt drücken und dann ziehen, dann steht hier ganz kurz Pressed. Und das ist auch oftmals ein Fehler, denn man weiß relativ spät manchmal erst, welche Action überhaupt gedrückt wurde. Aber dazu komme ich irgendwann anders mal. Darüber müssen wir uns jetzt noch keine Gedanken machen. Also, ihr seht, ganz kurz stand da Pressed und dann Move it, Move it. Pressed und Move it, Move it. Ja. Also ihr könnt quasi eure Maus wie einen Finger benutzen. Oh, ich kann heute nicht reden, furchtbar. Aber einfach mal so ein bisschen rumprobieren damit. Genau. So, und jetzt zeige ich euch gerade noch kurz, wie das Ganze bei Views funktioniert. Da ist es nämlich auch nicht wirklich anders. Wir sagen hier ganz einfach txt Punkt. Und dann haben wir hier die Methode. Hoppala, wo bin ich denn hin? Ja, so. Set on touch listen, ne? Und das kennen wir ja schon aus dem letzten Kapitel, nämlich mit den ganzen listenen. Und dann machen wir hier new on touch listener und wow, cool. Automatisch wird uns hier dieses ganze Interface implementiert und diese on touch Methode wird hier überschrieben. Und ja, wenn wir hier return false machen, dann heißt das einfach, wir haben uns nicht drum gekümmert, das ist einfach der Default. Und ja, wenn wir jetzt hier Return True machen, dann haben wir uns darum gekümmert und jetzt können wir hier einfach mal gucken, was wir hier machen wollen. Und zwar machen wir das dann einfach wieder unten auch. Wir sagen, ich könnte eigentlich den ganzen Kram hier kopieren. Einfach mal hier alles kopieren, so. Ist genau dasselbe quasi. Wir sagen hier auch pressed the text. Und hier Action Move sagen wir. I got the move it, move it. So. Okay. Und das war's auch schon. Und jetzt starten wir das Ganze mal. Ich guck mal, wo der Error sein soll, den ich nicht finden kann. Verarscht mich mal wieder. Achso, nein. Hier, dieses Default brauchen wir hier nicht. Denn der Standard, ihr habt ja gesehen, der Standard ist einfach Return False. Das heißt, hier gibt es kein Super, das sich auch
auch irgendwie um diese Touch-Events hier kümmern kann. Hier brauchen wir einfach nur Return True oder wenn wir uns nicht drum kümmern, einfach Return False. Deswegen kann man hier eigentlich das hier löschen, denn wir haben uns ja drum gekümmert. So, und mehr Actions wollen wir hier eigentlich gar nicht haben. Also hier am Schluss geben wir einfach immer Return True zurück. Ja, wir geben immer True zurück, nicht wir geben Return True zurück, das wäre was anderes. So. Und ja, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Oh, ihr seht, ich habe hier noch mein Handy angeschlossen. Ein sehr altes Android. Ja. Irgendwie, naja. Es funktioniert noch. Gut, alles klar. Und wenn wir uns das Ganze angucken, dann haben wir hier ein. Oh, das andere Programm war noch offen. Wie auch immer das geschehen ist. Okay, move it, move it. Und wenn ich jetzt hier auf die Textbox draufklicke und dann bewege, dann steht hier I got to move it, move it. Wenn ich hier drüber fahre. Ja, ihr seht's. Ja, genau. Alles klar. So, also jetzt habt ihr schon diesen On-Touch-Listener implementiert für eine View und für euer ganzes Programm, also eure ganze App. Cool. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und das nächste Mal geht es dann weiter mit den weiteren Gesten, wie zum Beispiel Flingen. Und also Flingen ist sowas hier, wenn man hier einfach so, wie wenn man eine Seite weiter blättern möchte. Und so Sachen wie Double Taps und so. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.